Ja, moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen, ja, zu einer neuen Folge von LS22, dem Landwirtschaftsmotor. Ja, liebe Freunde, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, ja, dass nichts gekommen ist die Woche über und ja, das hat auch immer damit zu tun, ja, dass ich auch keine Zeit hatte, ne? Wenn ja auf längere Sicht von mir nichts kommen sollte, dann könnt ihr immer davon ausgehen, ja, dass es an der Arbeit liegt, ne? Also viel zu tun halt, ne? Und Relife geht ja bekanntlich auch immer vor. Ja, das wird wahrscheinlich auch mein letzter Landwirtschaftsmotor sein oder beziehungsweise werden. Ich würde natürlich auch mir wünschen, dass die Giants das mal so regelt wie die Leute bei GTA, ne? Dass jetzt, sage ich mal, kein neues Spiel rauskommt, sondern nur ein Update, ne? Und ihr merkt ja selber, wie lange das hier dauert, ne? Unter meinem Content. Und das seht ihr, oder das habt ihr ja auch im LS19 ja auch gut erkennen können oder verfolgen können, ne? Im LS19 haben wir über 2000 Spielstunden auf der Karte und wir hatten noch nicht mal an die 100.000 Euro verdient, geschweige denn wir hatten alle Felder, ne? Wir alle Felder hatten wir auch noch nicht, ne? Und daran konnte man gut erkennen, was das für ein, ja, für ein Aufwand ist, hier ja, vorwärts zu kommen, ne? Damit man erstmal, ja, wie lange das dauert, sehr, sehr lange, bis man eine Veränderung erkennt, ne? Und deswegen würde ich mir wünschen, dass ja, dass anstatt ein neues Spiel immer so Updates rauskommen, so wie bei GTA, ne? Dann kann ich nicht 2 Jahre auf einer Karte spielen, sondern 4 oder 6 oder sogar 8 Jahre auf einer Karte spielen, ne? Und das macht natürlich mehr Sinn unter meinem Content, ne? Aber wenn jetzt nicht, wenn jetzt, sage ich mal, das nicht geben sollte, oder wenn Giants jetzt, sage ich mal, ja, ein neues Spiel rausbringen sollte in 2 Jahren wieder, dann, ja, werde ich wahrscheinlich beim 22er bleiben, weil es bringt ja nichts, unter diesem Content nur 2 Jahre zu spielen. Da kann man nicht viel erreichen, ne? Das sieht man ja, das hat man im LS19 ja schon gesehen, ne? Das erreicht man nicht viel, ne? Normalerweise ist das ja hier, was ich jetzt hier mache unter meinem Content, ein Fulltime-Job, ne? Normalerweise. Aber kann ich aber nicht machen, weil ich ja auch nebenbei arbeite, ne? Und ja, deswegen würde ich mir wünschen, dass im Landwirtschaftsmotor ja, kein neues Spiel an sich rauskommt, sondern nur Updates, ne? Das wäre für mich sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll, weil in 2 Jahren kann ich nicht viel bewegen hier, ne? Wie gesagt, das hat man im LS19 schon gesehen, ne? Und das ist, aber das ist ja in der Realität ja auch so, dass es sehr, sehr lange dauert, ne? Und das ist ja auch in der Realität ein Fulltime-Job, ne? Und das hier ist auch ein Fulltime-Job, wenn man so will, ne? Aber wie gesagt, ich kann mich den ganzen Tag um dem Landwirtschaftssimulator kümmern, weil ich ja auch andere Sachen habe, die zu erledigen sind. Oder beziehungsweise ich arbeite ja auch. Ne? Deswegen. Ja, ich habe heute mal in die Mod-Liste mal reingeschaut, also im Spiel direkt und auch im Internet und habe mal oder bin mal auf der Suche gegangen nach einem AdBlue-Mod. Und ja, bin ich leider nicht fündig geworden und es gibt wahrscheinlich auch keinen AdBlue-Mod hier im Landwirtschaftsmotor 22. Und aber mit AdBlue würde ich aber trotzdem gerne mitarbeiten. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wie soll das gehen? Wie soll das gehen hier im LS22, dass man AdBlue tankt? Ganz einfach, man braucht nur einen separaten Konto. Man braucht nur ein separates Konto. Mehr braucht man nicht. Und schon kann man sich den Landwirtschaftsmotor 22 so gestalten, wie man es möchte. Ne? Also sprich, man kann Dinge mit ins Spiel mit reinnehmen, die es im LS22 gar nicht gibt. Ne? Das habe ich im LS19 aber auch schon gemacht. Ne? Man kann auch unter diesen Umständen ja, seinen eigenen Schwierigkeitsgrad selber verwalten. Ne? Also man braucht ja nicht so spielen wie ich. Ja, man braucht ja zum Beispiel mit dem Steuersystem, was ich hier habe, braucht man ja gar nicht mit reinnehmen. Versicherung der Fahrzeuge, Versicherung der Gebäude und Subventionen und was weiß ich noch alles hier, Tierarztkosten und so weiter, das braucht man ja gar nicht alles nicht alles reinnehmen.
Ne, ein separates Konto reicht aus. Ne? Man braucht nur ein separates Konto. Und schon kann man sich den Landwirtschaftsmotor so zusammenstellen oder nach seinen eigenen Wünschen den Schwierigkeitsgrad so erhöhen, wie man es halt möchte. Oder so, wie man sich das zutraut. Ne? Man kann ja auch mit einem separaten Konto erst anfangen. Ja? Dann spielt man erstmal mit einem separaten Konto und wenn man sich mehr zutraut, dann kann man beispielsweise das Steuersystem mit reinnehmen oder Versicherung der Fahrzeuge, Versicherung der Gebäude, Pacht, Subventionen und Tierarztkosten und was weiß ich noch, alles was dazu gehört. Ne? Man kann ja das alles nach und nach mit reinnehmen. Ne? Man braucht ja oder man muss ja nicht alles gleich überstürzen, sag ich mal. Ne? Es gibt ja auch den einen oder anderen, der auch so spielt wie ich. Ne? Klar, natürlich, könnte er ja machen. Ne, deswegen zeige ich das ja auch, den Content hier. Ne? Könnt ihr ja auch machen, so wie ich, den LS22 spiele. Aber diejenigen, die sich das noch nicht so gut zutrauen, die können auch erstmal mit einem separaten Konto anfangen. Ja, heute haben wir das Thema AdBlue und ich würde ganz gerne AdBlue mit ins Spiel reinnehmen, weil in der Realität müssen die Traktoren ja auch AdBlue tanken und das würde ich hier ganz gerne auch machen. Ja, wie soll das gehen? Ja, ganz einfach. Das wird zwar nicht animiert, das AdBlue tanken hier im Spiel, sondern ich tanke dann dementsprechend AdBlue in Anführungsstrichen jede zweite Dieseltankfüllung. Ja, ich nehme mal kurz mein Spiel rein. Ich habe das Spiel ja schon geöffnet. So, wir sind jetzt hier, gut, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Ne? Ich habe ja die ganzen Maschinen hier letztens hier untergestellt und weggeräumt und so weiter. Und ich habe jetzt das eine Feld, oder das eine Feld will ich jetzt ganz gerne dazu nehmen, wo da jetzt noch Sojabohnen drauf sind. Frank hat mich ja auch darauf hingewiesen, auf Feld 13. Vielen Dank dafür. Da ist aber Baumwolle drauf und da muss ich mich erstmal, oder da muss ich erstmal durchrechnen, ob sich das überhaupt lohnt, die Baumwolle zu ernten. Ne? Weil die Kosten, sie werden wahrscheinlich viel höher sein als das, was ich reinkriege. Und wenn ich ein Minusgeschäft mache hier, dann bringt das alles nichts. Dann brauche ich gar nicht erst damit anfangen. Ne? Ja, wo sind wir stehen geblieben? Achso, ja, AdBlue. AdBlue haben ja, die Fahrzeuge haben ja einen AdBlue-Tank hier, ne? Ich glaube, die haben einen AdBlue-Tank hier. Es ist ein bisschen dunkel. Ja, hier, da ist der AdBlue-Tank hier. Da. Ich glaube. Ich geh mal kurz ins Licht. Ich fahr mal kurz ins Licht rein. Dann kann man das besser sehen. Mal ein bisschen hier hinfahren. So, die müssten hier. Da ist der AdBlue. Da. Da ist der AdBlue Deckel. Ne? Und die Traktoren müssen auch AdBlue tanken. Ne? Und das wird zwar nicht hier animiert im Spiel, aber wie ich eben schon gesagt hatte, ich tanke AdBlue immer nach der zweiten Dieseltankfüllung. Ne? Alle zwei Dieseltankfüllungen. Das ist bei uns beim LKW. Ja, fast genauso. Alle drei Tankfüllungen. Also wenn ich das dritte Mal Diesel tanke, muss ich auch dementsprechend im Blue nachtanken. Ne? Und hier bei dem Traktoren ist es, ich habe mich mal ein bisschen mal schlau gemacht. Und das ist immer, jede zweite Tankfüllung muss AdBlue mit nachgetankt werden. Ne? Und das mache ich, indem ich einfach AdBlue dann auch im separaten Konto dann dementsprechend einbuche. Ne? Da werde ich dann 60 Liter nehmen. 60 Liter Tank umfasst der AdBlue Tank hier. Ne? Manche fassen aber auch nur 40 Liter. Aber ich nehme 60 Liter AdBlue Tank und da nehme ich dann auch immer den aktuellen AdBlue Preis, der jetzt zur Zeit ist. Ne? Das mache ich aber mit Diesel ja auch. Ne? Und AdBlue nehme ich jetzt mit rein. Und das heißt, bei der nächsten Tankfüllung muss ich hier bei dem Trecker AdBlue auch nachtanken. Ne? Wie gesagt, wird zwar nicht animiert, aber trotzdem kann ich es mit reinnehmen. Ne? Trotzdem nehm ich es mit rein. Ne? Und das ist ja auch der Vorteil, wenn man mit einem separaten Konto spielt. Ne? Man kann Dinge mit ins Spiel reinnehmen, die es im LS22 noch gar nicht gibt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel im Mod-Hub,
habe ich gesehen, ich habe jetzt nur mal so überflogen. Ich habe im Modtab habe ich jetzt gesehen, dass es einen Mod gibt mit realistischen Arbeitsgeschwindigkeiten. Ist für mich aber nichts Neues, weil ich im LS19 schon mit realistischen Arbeitsgeschwindigkeiten gespielt habe. Ne? Wisst ihr, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ne? Das ist für mich nichts Neues. Ne? Genauso wie mit den Monaten hier im Spiel. Das ist für mich auch nichts Neues, weil ich im LS19 schon mit Monaten gearbeitet habe. Ne? Das ist ja das Geniale an meinem Content. Ja? Man kann Dinge mit ins Spiel reinnehmen, die es im Spiel überhaupt noch nicht gar nicht gibt. Ne? Subventionen zum Beispiel gibt es ja hier auch nicht. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal. Vielleicht kommt es ja auch erst im nächsten Jahr mit Shop. Keine Ahnung, weiß man ja nicht. Ne? Aber ich nehme die Subventionen, kann ich aber jetzt schon mitarbeiten, weil ich mit unter meinem Content mit einem separaten Konto spiele. Und das ermöglicht mir dann halt, das zu tun. Ne? Mit den Dingen zu arbeiten, die im LS noch, die im Landwirtschaftsmarkt noch gar nicht gibt. Ne? Ja, das war das kurze Video vom Thema AdBlue. Ne? Also wie gesagt, jede zweite Tankfüllung tanke ich 60 oder 40 Liter AdBlue mit rein. Und das werde ich dann auch im separaten Konto dann mit verbuchen. Ne? Das mache ich auch beim jeden Fahrzeug. Ne? Auto glaube ich, nee, Auto habe ich ja noch gar nicht, ne? PKW habe ich noch gar nicht, nein, PKW habe ich nicht. Aber sollte ich dann irgendwann mein Auto besitzen, dann müsste ich da auch AdBlue nachtanken oder reintanken. Ne? Also AdBlue nehmen wir hier mit ins Spiel mit rein. Gut, das war es erstmal hier von meiner Seite aus. Wollte ich euch noch mal kurz sagen oder beziehungsweise zeigen, wie das funktioniert mit den AdBlue-Tanken. Ne? Wie gesagt, könnt ihr einfach mit reinnehmen, wenn falls ihr mit einem separaten Konto spielt. Voraussetzung ist immer, mit einem separaten Konto zu spielen. Ne? Das ist die Voraussetzung. Ne? Gut, da muss man natürlich auch alles selber einbuchen. Ne? Das ist klar. Ne? Aber da hat man auch den großen Vorteil, hat man ja dann ja auch, dass man die ganzen Einnahmen und Ausgaben über das ganze Jahr im Blick halt. Ja, man hat die ganzen Einnahmen und Ausgaben im Blick, ne, weil man ja hier die Einnahmen und Ausgaben, sage ich mal, nur 5 Tage zurückverfolgen kann. Ja, man kann nicht sehen, was ich jetzt zum Beispiel im Januar ausgegeben habe oder im Februar, kann ich hier gar nicht mehr sehen. Ne? Und das kann ich aber dann sehen, wenn ich nur das separaten Konto spiele. Natürlich muss das einzige Nachteil ist, dass man auch sämtliche Einnahmen und Ausgaben verbuchen muss. Ne? Das ist viel Arbeit mit verbunden. Ne? Gut, wenn man nur mit einem separaten Konto spielt, so viel Arbeit ist das ja nicht. Ne? Aber wenn man jetzt so spielt, wie ich das spiele hier, ne? Mit alles vo also volles Programm, dann hat man schon ist jede Menge Arbeit, was man neben dem Spielen noch alles erledigen muss. Ne? Da seht ihr ja zum Beispiel auch in meinen Videos. Ne, da muss ich auch, ich muss das ja auch immer jedes Mal anpassen in der Buchhaltung. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Feld gemacht habe, wenn ich jetzt Saatgut oder Dünger drauf gemacht habe und so weiter, dann muss ich den Anteil von Dünger und Saatgut, was ich aufs Feld gebracht habe, mit in die Statistik mit reinnehmen. Da muss ich das mir alles aufschreiben. Ne? Das ist halt so. Ne? Wie gesagt, es ist mit jede Menge Arbeit verbunden. Ne? Aber mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und ja, das ermöglicht mir aber auch, den Landwirtschaftsmotor so realistisch wie möglich spielen zu können. Ne? Deswegen habe ich hier auch, um das besser zu zeigen, deswegen bin ich ja auch auf den Rechner umgestiegen, ne? Weil auf der Konsole kann ich das nicht richtig gut zeigen. Ne? Hier am PC kann ich euch das richtig gut zeigen oder beziehungsweise darstellen. Ne? Das seht ihr ja auch in Videos. Ne? Wenn ich dann jedes Mal umspringe vom Spiel in die Buchhaltung oder umspringe vom Spiel in den separaten Konto, ne? Wenn ich das was einbuche, ne? Könnt ihr ja dann alles dementsprechend sehen. Ne? Deswegen bin ich ja auf PC ja umgestiegen. Gut, das war es erstmal hier von meiner Seite aus. Thema AdBlue, ne? Wie gesagt, könnt ihr auch so genauso machen. Ne? Ich nehme jetzt AdBlue mit rein und alle 2 Tankfüllungen tanke ich AdBlue dann auf jeden Fall nach. Gut, wir wollen jetzt ja weitermachen, also beziehungsweise dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ne? Aber das machen wir im nächsten Video.
Und dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr zugeschaut habt. Das nächste Video, das wird nicht lange auf sich warten lassen. Jetzt habe ich ein bisschen wieder mehr Zeit zu knüppeln. Ne? Und dann sehen wir uns genüsslich im nächsten Video dann dementsprechend wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und mach's gut. Ciao.